Hallo, ich grüße euch. Ich wollte gestern Abend eigentlich schon ein Video machen, aber das Handy war blockiert. Ich weiß nicht aus welchem Grund. Geladen war es, keine Ahnung, ließ sich nicht starten, war mehrfach so. Ich habe immer wieder Akku raus, neu gestartet und so weiter, dass ich das wieder einwähle. War keine Möglichkeit. Ja, und heute früh hatte einer mehrfach laut die Tür geknallt und da war ich natürlich schon aus dem Bett und bin eigentlich noch nicht so richtig ja, munter, aber. Die Sachen wollte ich eigentlich jetzt noch bringen. Deswegen kurze Sache. Also, am Freitag gab es ja eigenartige Kursverläufe. Die sahen sehr komisch aus. Viel zu glatt, um glaubwürdig zu sein. Und dann mit Stufen drin. Und das ist sehr komisch. Warum das so ist, hatte ich ja im letzten Teil erklärt. Werde ich das auch nicht nochmal bringen. Auch dieser heftige Anstieg heute Morgen bis auf 9,7. 9.792 Punkte, das ist völlig unglaubwürdig. Also, es sieht so aus, als ob uns schon am Freitag falsche Kurse gestellt worden sind und dass die Fälschung der Kurse so schlecht war, dass es auffallen musste. Vielleicht war das auch Absicht, dass viele noch ihre Positionen glattstellen. Aber es ist natürlich trotzdem Betrug, wenn das wirklich so wäre. Der Grund ist ja klar, weil, wie gesagt, die Gegend noch Gold gab und die Goldlieferungen nicht getätigt werden konnten, die zur Auslieferung bereit standen und dann rauskommen, dass gar nichts da war und die trotzdem verkauft haben. Ich finde, man kann ja einen Leerverkauf machen, aber da muss er natürlich abgesichert sein. Ne? Und wenn die Banken aber auch schon mit einer Eigenkapitalquote um 2% krebsen und sich ständig nur überall Geld borgen, was dann eben im so einem Krisenfall dann mal nicht funktioniert, dann braucht man sich nicht wundern, warum jetzt eine Filiale nach der anderen zumacht und das hat nichts mit dem Coronavirus zu tun, denn die Leute müssen ja Überweisungsträger abgeben und was auch immer und ähnlich geht es auch da in der Postfiliale, weil ja dort auch eine Postbank dran hängt und die machen jetzt auch zu und ich hatte am Freitag noch gehört, dass wohl auch die ganzen Postleistungen eingestellt werden sollen, also nur noch die Zahlungsbefehle und die Nervschreiben der Behörden zugestellt werden. Dafür ist Geld ohne Ende da und für die normalen Versorgung, also so dass man was bestellen kann aus dem Internet, das soll alles eingeschränkt werden. Also man kann das nicht mehr mit dem Virus erklären, das ist das Abwürgen der Wirtschaft. Und das ist dann ein Punkt, wo der Besatzer sagen muss, also wenn erkennbar ist, dass gewisse sozialistische Strukturen in Parteien, Verwaltungen, was auch immer, anfangen zu versuchen, die natürliche Entwicklung des Marktes mit unter einem Vorwand, beziehungsweise eben auch mit Betrug auszuhebeln und zu manipulieren, dann passiert das natürlich, dass der Besatzer dann eingreifen muss, weil er muss immer noch gegenüber dem Staat eine saubere Rechnung machen. Ne? Also Steuereinnahmen minus Besatzungskosten minus notwendige Bewaltungskosten ist das, was der Staat zu kriegen hat. So, wobei die Bundesrepublik ja ein Teil der Besatzung ist, demzufolge auch Besatzungskosten an den Besatzer errichtet, nicht der Staat. Und die haben natürlich dann ja, ihren Teil dann sozusagen an den Staat abzuführen. Das haben sie nicht gemacht. Die haben das jahrelang veruntreut und an alle Welt vertickt, sodass also die, die wirklich Staatsangehörige sind, eine ordentliche Entschädigung zu kriegen haben. Das wird in den nächsten Tagen auch passieren. Und die, die gar nichts hier zu suchen haben mit dem Land, weil sie illegal hier hin sind, weil sie Wirtschaftsflüchtlinge sind und nicht bereit sind, in ihrem eigenen Land mal mit Ordnung zu machen und zu helfen. Ja, die werden natürlich, deren Sozialsystem wird dann auf der Kippe stehen. Und da kann man sich vorstellen, wenn 30 Millionen Illegale hier im Land sind, dass dann natürlich zu Unruhen gibt und dass es dann zu echten Straßensperren und auch zu Verhaftungen und was auch immer kommt. Und da wird natürlich das Militär durchgreifen müssen. Und ich glaube auch nicht, dass sie da direkt die Bundeswehr einsetzen, weil die ist so politisch durchsetzt. Die werden vielleicht ein paar Straßensperren machen dürfen, aber die eigentlichen Aufräumarbeiten werden wahrscheinlich durch US-Militär und durch die Russen passieren, weil die Vorgänge ja kennen, aber der Merkel ja immer verhindert hat, dass aufgeräumt werden kann. So, wir haben ja nur von Merkel immer nur ja, Audiobotschaften gehört mit einem seltsamen Foto, was unmöglich zu dieser Person passt.
Und eine Dübelparade nach der anderen abgezogen, sodass die Leute sich echt fragen, was da los ist. Und ich gehe mal davon aus, er ist schon verhaftet. Muss man halt gucken. Was anliegt, hatte ich ja schon in mehrfachen Videos erklärt. Es geht um Adrenochrom, es geht um den Drogenhandel, der über die Bundeswehr in Afghanistan gelaufen ist. Es geht über politische Verfolgung, es geht über Veruntreuung von Steuergeldern und. So, also die Latte ist endlos. Und da kommen natürlich dann alle dazu, die in der Regierung eben auch noch Schweinereien gemacht haben. So, und da gab es einen Herrn Schäfer, der sich wohl letzte Woche unter den Zug gelegt hat, weil er seine Spekulation, ich glaube es war Jahre 2012, 2014 so in der Zeit, Wetten gestellt hat, die angeblich auf gegen steigende Zinsen absichern sollen. Ich finde das ein bisschen sinnlos. Er hätte einfach mal Gold und Silber kaufen sollen. Das haben ja alle gewusst, die das wollten, aber nein. Er musste eben so eine Wette annehmen und das hat das Land, war das Nordrhein-Westfalen oder was? Weiß ich nicht genau, ich muss gucken. Soweit ruiniert, dass es eben die Kassen blank sind und dass es ja, noch zusätzlich, muss man vorstellen, eine Zinsabsicherung auf 40 Jahre, wer macht denn solchen Schwachsinn? Ja, das ist wahrscheinlich irgendeine korrupte Geschichte, dass also irgendwelche Finanzprodukte mit Bestechung verkauft sind. Anders lässt sich das nicht erklären. Niemand macht solche langen Wetten. Also sowas läuft in der Regel 14 Tage und wird dann alle 14 Tage erneuert, sodass man die Entwicklung ein bisschen absehen kann. Ja? Und man kann doch nicht voraussehen, wie sich eine Entwicklung über 40 Jahre hinzieht. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass es Systemwechsel ansteht. Und das haben die alle gewusst. Die haben alle gewusst, dass es also spätestens nach 2012 das System nicht mehr zu retten war. Das kann mir niemand erzählen, dass der Landrat das nicht wusste. Sie durften es der Bevölkerung bloß nicht erzählen. Aber wir haben demnächst die Gelegenheit, alles zu erfahren. Ihr habt das sicherlich auch auf Hartgeld jetzt mitgelesen. Das deckt sich auch mit dem, was ich weiß. Und ich erwarte jetzt über den Tag den Crash. Ich erwarte noch nicht, dass es früh passiert. Ich gehe mal davon aus, dass das Briefing der Analysten so zwischen 8:30 um 10 läuft, so dass die Trader, sagen wir mal so um 10 anfangen zu handeln und dass dann die Aktienmärkte runterkrachen. Also das gleiche, was bei dem Film Marching Call, der Crash, passiert. Ich habe mir gestern auch noch einmal angeguckt, um wirklich sicher zu sein, alles oft genommen zu haben, was sie Ihnen in dem Film erklären. Und ich gehe mal davon aus, dass sie den Crash uns auch zeigen im Fernsehen und dass es wahrscheinlich heute oder morgen zu einer Übernahme der Sender ans Militär kommt und dass es sehr wahrscheinlich auch so eine 10-tägige Aufklärungszeit gibt, also dass jeden Tag ein bestimmtes Kapitel behandelt wird, was diese Schweineregierung ja verbrochen hat. Und wenn das alles so stimmt, was sie mir erzählt haben und was ich selber recherchiert habe, dann ist das spannender als jeder Krimi. Und hatte ich ja schon angekündigt, da wird er viel Kotztüten brauchen, weil viele werden eine Welt einstürzen und die werden so, ja, ich habe das System, die haben mich nur belogen und so weiter, das ist alles Käse. Hätten die sich mit den Dingen befasst, wo wir den Schreiben geschickt haben, solche Stapel geschickt mit Informationen, das steht dort und das steht dort, was steht denn da, welchen Rechtsstand hat denn die Bundesrepublik, da kommen sie nur mit Lügen und ja, und ja, Verschwörungstheoretiker und so weiter und blonde Hut und was sie da alles erzählen. Ja, jetzt haben sie das Problem. Sie haben es nämlich gewusst und sie haben nichts gemacht. Ja. Die hätten es ja prüfen können, die hätten ja sagen können, Scheiße, das stimmt, was machen wir denn jetzt? So, und Lösungsvorschläge haben wir auch angeboten. Da haben wir gesagt, wie es aufgeräumt werden muss und wie es hätte ohne Crash, ohne Migrantenkrise und ohne diesen ganzen Niedergang sauber durchgelaufen und es wäre einfach nur ein schöner, gleichmäßiger Anstieg des Bruttoinlandsproduktes passiert und der Schuldenstand wäre relativ schnell runtergegangen, weil ja diese Schulden alle mit ungültigen Verträgen gemacht worden sind. Also Leute gewählt worden, die nicht rechtmäßig an die Macht gekommen sein durften, mit einer Hitler-Staatsangehörigkeit, eine ganz einfache Sache. Sie haben das alle gewusst. Ich habe das dem Bundeswahlleiter 2008, 2009 in der Zeit das erste Mal
mitgeteilt und alles analysiert, was in diesem Bereich zu wissen gibt. Das noch einmal dem Nachfolger. Das war die 2013er Super Bowl-Geschichte. So, und seit dieser Zeit haben die genau gewusst, was auf uns zurollt und wie es zu beenden geht. Also dieses Szenario. Aber sie haben sich drüber lustig gemacht und haben gesagt, es stimmt alles so. Und selbst dann, als schon die Rettungsmaßnahmen auf Hochtouren liefen und nichts mehr zu retten hat, hat auch Schäuble den Bundestag wieder angelogen. So, ja, und jetzt muss das Bundesverfassungsgericht wegen Beihilfe natürlich auch verknackt werden. Die haben ja das auch alles gekriegt. Ja, und diese Sache wird dann nächste Woche ordentlich ausgewertet. Weil die Alliierten haben ja alles gekriegt. Ich habe ja alles auch, was ich rausgefunden habe, dann auch an die Alliierten weitergeleitet. Die haben die Russen und auch die Amis symmetrisch gekriegt, sodass keiner einen Vorteil hat. Ja, und dann schauen wir mal, was da passiert. So, heute früh ist natürlich wieder Hektik gewesen hier in der Bude. Da haben sie schon früh 6:30 mit den Türen geknallt. Da wirst du aus dem Schlaf gerissen und da habe ich natürlich schnell nochmal geguckt, ob sich irgendwas an der Situation geändert hat. Nee, hat's nicht. Jetzt müssen wir sehen, dass wir den Tag irgendwie durchkriegen. Ich habe ja nur auch genug zu tun heute. Und wir werden dann heute Abend mal eine Zusammenfassung machen. Rechne damit, dass es möglicherweise kein Internet gibt und dass das Telefon abgeschaltet ist. Die große Streitdiskussion auf Hartgeld, ob es nur Strom gibt oder nicht, halte ich für eine Diskussion und Kaisersbad, das wissen wir nicht. Wenn die Rechnungen für bestimmte Stromkontingente nicht mehr verrechnet werden können, dann müssen die auch abschalten. Es wird aber nicht passieren. Ich denke mal, dass es einen Forderungsausgleich gibt, wie ich es auch schon beschrieben habe in den vorhergehenden Videos. Das ist eigentlich auch kein Problem, weil wir haben ja Geld zu kriegen, wir müssen ja nichts bezahlen. Ja, wenn man 100 über 100 Jahre hinterzieht und das in eigene Taschen stopft oder an andere Länder verschenkt, dann müssen die Politiker und alle, die da mit dran waren, die müssen dann ihre Taschen aufmachen und ihre Häuseln hergeben und ihre Yachten und ihre, ja, alles das, worauf sie so stolz sind. Und dann geht das natürlich nicht, bleibt das natürlich nicht bei der Insolvenz, weil beim staatlichen Recht keine Insolvenzen gibt. So, und da hängen die dann zeitlich und betragsmäßig unbeschränkt drin. So, das ist genau das Heulen und Zähneklappen, was ihr in der Bibel auch lesen könnt über die Endzeit, die jetzt nur irgendwie anbricht. Und wir werden dann sehen, wie wir diesen Saustall wieder aufräumen. So, es gibt genug Wissensträger, es gibt genug Leute, die das machen wollen. Und irgendwann wird man uns dann sicherlich Bescheid sagen, kommt mal alle zusammen, tragt mal zusammen, was ihr wisst. Und dann legen wir los und räumen dann den Saustall auf. Ja, aber solange werden wir uns zurückhalten. Wir werden uns nicht in irgendwelche Kampfhandlungen einmischen. Wir werden das alles zwischen Wutvolk und Systemling ausmachen lassen. Die sollen sich prügeln von früh bis abend. Ist uns alles egal. Wir haben es mehrfach gesagt, dass wir uns sofort zurückziehen, wenn es zum Hauen und Stechen kommt, weil es ist nicht unser Krieg. Das System hat das Volk betrogen und dass das Volk dann zum Wutvolk wird und die Systemlinge bekämpft, ist doch nur abzusehen gewesen. Da muss man doch nicht forschen drüber, das ist doch suppenklar. Und ich habe es ja nun schon in den 2016er Videos mehrfach erzählt, was dann passiert. Und man kann sich dann nur vorstellen, was passiert in so einem Flüchtlingsheim, wenn Strom, Wasser, Gas nicht mehr da ist und auch die Versorgung mit Nahrungsmitteln und Wasser nicht gesichert ist. Das kann niemand stemmen. Und es ist dann auch nicht nachzuvollziehen, dass sie die versorgen und das Volk verhungern lassen. Dass dann dadurch folgenden Aufstand macht, ist doch klar. Also hat das Militär die Aufgabe, die alle rauszuschaffen. Und gleich die noch mit, die ganzen Schlepper bezahlt haben und auch die Schlepper selber. Ne? Die müssen sich dann um die Versorgung von den reingeschleppten kümmern. Da wird ihr persönliches Vermögen nicht reichen, aber diejenigen, die die Flüchtlingsindustrie versorgt haben, die haben ja genug Knall, die haben doch genug verdient an der Geschichte. Die müssen an zwei Leute abdrücken, an ihre Geschleppten und natürlich an den Staat, weil die müssen natürlich einen Schaden ersetzen, der durch die Schleppaktionen passiert ist. Und das wird eine lustige Geschichte. Ja. Und ich gehe mal davon aus, dass die wirtschaftliche Gesundung erst nach der 10 Tage Aufklärungszeit, die da momentan kommuniziert wird,
passieren wird. Ich denke mal, es wird die nächsten 10 Tage eine tolle Ausgangsspanne geben und ein oder zwei Programme. Also einer wahrscheinlich mit Nachrichten und der andere mit Aufklärung. Und dass wir auch in dieser Zeit Strom haben, weil sonst ja das ganze Vieh auch verendet. Ne? Wenn wir vorstellen, so ein 1000er Rinderstall, dann kann niemand mit der Hand melken. Die Kühe, die treten die Melker tot, weil die das gar nicht gewohnt sind. Das hat mir jetzt ein Bauer vor kurzem erst bestätigt. Also was eine mechanische Melkanlage gewöhnt ist, so eine Kuh, die will nichts anderes. Die kennt das von klein auf und die lässt sich nicht mit der Hand melken. Das wird nichts. So, und in der Menge kannst du das auch gar nicht beherrschen. Du kannst die Milch nicht kühlen und so weiter. Also es wird ein totales Drama werden. Und genau diese Bauern sind natürlich auch zu entschädigen, weil die können doch nichts für die Situation. Dass diese ganze Virusgeschichte ein Hawks ist, brauchen wir uns doch nicht lange unterhalten. Die Fakten habe ich schon genannt, wo das hergekommen ist, wer das Zeug entwickelt hat, warum sie es machen. Ja, George Guidestone, wer das immer noch nicht begriffen hat. So, und wenn sich dann der Bill Gates weiterhin so in der Öffentlichkeit darstellen kann, obwohl eigentlich seine Schuld bewiesen ist, dann ist schon schwierig, ne? Das dann noch zu erklären. Also ich nehme mal an, dass es in den nächsten Tagen alles rauskommt und dass die Verhaftungen auch losgehen. Und ja, wer Bevölkerungsreduktion plant und tut, also sozusagen Mord nach Statistik, da muss dafür belangt werden. Das ist egal, was er da angeblich an Guten geleistet haben soll. Und ich denke auch, dass das Robert-Koch-Institut eine Aktie dran hat an diesen ganzen Sachen. Und dass das auch platt gemacht hat. Und gegen ein ordentliches Gesundheitswesen ausgetauscht. Aber das werde ich alles erfahren. Da bin ich sicherlich das Licht zu klein. Da maße ich mir auch nicht an, mehr zu wissen, als ich irgendwie schon recherchiert habe. Da ist für mich auch Neuland, werden wir sehen. Wir werden uns da schrittweise durcharbeiten. Ich werde zusehen, dass ich dann Videos mache, wenn sich eine gewisse Nachrichtenlage wieder eingenordet hat. Solange Chaos ist, kann man nur über das Chaos berichten. Ja, werden wir sehen, wie wir das machen. Ne? Ich denke mal, so zwischen 8 und 9 ist eine gute Zeit für eine kurze Geschichte, wie die Entwicklung verlaufen könnte und die eigentlichen Analysen dann eher abends. Also so werden wir uns dann wahrscheinlich sehen hier auf dem Kanal und wie gesagt, ich warte jeden Tag drauf, dass wir wieder in die Büros kommen und in die Studios und dann immer mit ordentlichen Technik und mit ordentlichen ja, Equipment hier arbeiten und auch Mikrofone ordentlich und so weiter. Aber wir müssen jetzt erstmal in Deckung bleiben und warten, was hier passiert und was da die großen ja, Zampanos da entschieden haben und wie das jetzt nun am Ende werden soll, weil es wird ja vom Militär geplant, es wird ja vom Volk geplant, der Systemwechsel. Und das Militär hat einen fest eingeschworenen Kreis, die planen das und wir erfahren immer nur ein paar Tage eher, was los ist. So, dann gucken wir mal. Na, gut. So, also, dann geht mal schön arbeiten, wer arbeiten muss und die anderen seht zu, dass er das Internet noch mal ein bisschen ausquetscht, was es jetzt noch zu lesen gibt. Es kann ja nämlich sein, dass in ein, zwei Tagen der sogenannte Internet-Blackout kommt und dann nichts mehr hast. Das dient aber eigentlich nur dem Zweck, dass ich eben die ungebetenen Gäste nicht zu Anschlägen und Ähnliches verabreden kann. Und da wird die Kommunikation komplett abgedreht sein. Also wir können dann noch Videos aufnehmen, aber wir können sie nicht mehr senden, weil wir es nicht mehr hochgeladen kriegen. So, also damit müsst ihr rechnen. Es wird sicherlich ein bisschen rumpelig werden, aber die vorgesorgt haben, die wird es nicht so hart treffen. So, und dann nochmal meine Erinnerung, füllt eure Badewanne noch mit Trinkwasser auf. Es ist geplant, das Trinkwassersystem mit Chlor zu fluten. Und zwar in so einer Größenordnung, dass man davon krank werden kann. Und dann hilft im Prinzip nur noch Wasser destillieren. Wie eine Destillationsanlage zu bauen ist, steht in einem Physiklehrbuch oder Chemielehrbuch von der DDR, braucht ihr mal in der Bibliothek gucken oder im Internet. Das kann man mit ein bisschen Kupfer und ein bisschen Zeug bauen und kann sich dann das Wasser destillieren. Ich würde das Zeug, was im Trinkwassernetz anbieten, nicht mehr trinken. Es kam gestern schon in Nachrichten, dass die WHO empfohlen hat, überall Chlor reinzuschütten, und zwar in einer ungesunden Menge. Wenn sie es eben nicht mit dem Virus schaffen, die Leute zu dezimieren, dann schaffen sie es eben mit dem Wasser. Und irgendwann werden sie die Banausen festnehmen und ins Gefängnis setzen. Das ist das Einzige, was sie verdient haben. Und die
Die Hessen zwar WHO, World Health Organization, aber ich denke, das ist die World Health Organization. Die Organisation, die Hölle. Und solche Leute gehören einfach weggesperrt. Arbeitslager aus dem Haus. Sowas braucht man nicht. Ne? Wir werden sehen, wie das weitergeht. Eine direkte Seuchengefahr besteht ja erst, wenn die durch Kämpfe entstandenen Leichen nicht mehr aus den Gebieten rausgeschafft werden können. Dann geht es relativ schnell, dass das überall Seuchengebiet wird. Und dann wird es natürlich gefährlich, wer dann kein gescheites Trinkwasser hat und wer sich nicht abkochen kann, weil er in Neubauwohnung hockt, ohne Strom, ohne Licht, ohne nichts, der hat ein Problem. So, und dann muss der draußen Feuer machen, muss da Wasser abkochen und eben sparsam damit umgehen. Ja, das ist schon. Gut, also, wir haben alles getan von unserer Seite aus, um die Leute zu warnen. Wir sind ja ständig behindert worden. Gestern haben sie ja wieder mehrfach das Handy gesperrt, also du kannst nicht ging nicht. Ja. Und ja, wenn das System eben versucht, uns zum Schweigen zu bringen, können sie es machen. Es würde nur dazu führen, dass das Volk, das Wutvolk, umso brutaler und so unbarmherziger mit den Systemlingen umgeht. Das ist das, was passiert. Ich tue es einfach nur berichten, was ich sehe, was ich beobachte, was ich recherchiert habe. Und mehr tue ich es an der Sache erstmal, weil ich kann nichts dafür. Ich habe es nicht verursacht. Ich kann nur Lösungsansätze anbieten. Die könnt ihr annehmen, die könnt ihr ablehnen, aber ihr müsst dann mit den Konsequenzen leben. Das ist nun mal der Punkt. So, gut. Ich werde jetzt erstmal mein Tagwerk machen. Ich habe mir einen Plan gemacht, was heute zu erledigen ist. Und so Gott will und wir leben, sehen wir uns dann heute so zwischen 20 und 21 Uhr, wenn das Internet geht. Wenn nicht, werde ich das Video trotzdem aufnehmen, wenn Strom da ist. Ansonsten müsst ihr damit klarkommen, dass wir jetzt eine Art Funkstille bekommen, die nächsten Tage bis kurz vor Ostern. Ich hoffe mal, dass die nicht zum System zu rechnenden Leute, also die Friedensbewegung und die Patrioten, nicht, sagen wir mal, zu Ostern eingesperrt werden. Bin ich nicht so, da denke ich nicht. Aber es könnte zu einem Lockdown kommen, der die Systemlinge betrifft und die auch die Risikogruppen betreffen. Ja, also die in der Gefahr sind, hier Rambazamba zu machen. Das könnte passieren. Ich hoffe, dass ich mit den Freunden und Bekannten ein schönes, geruhsames Osterfest habe. Das habe ich mir auch verdient. Und wenn ne, wird es auch gehen, dann werden wir das eben nachholen. Dann werden wir eben diese große Siegesfeier eben etwas später machen. Gut, dann hoffe ich mal, dass wir durch die Sache einigermaßen durchkommen. Ich erinnere nochmal dran, füllt eure Vorräte auf. Kümmert euch um alles, was für die Körperhygiene, zum Sauberhalten eurer Kleidung, das ist auch ganz wichtig, damit ihr nicht irgendwelche Entzündungen reinkriegt. Alles vorbereiten, ihr könnt auch mal Handwäsche machen. Wenn die Waschmaschine sich nicht dreht, muss man immer mit der Hand waschen. Und es wird dann irgendwie gehen. Wir haben es früher auch gegangen, wir haben einen großen Bottich genommen, haben Feuer dran gemacht, dann haben wir mit einem großen Holzlöffel im heißen Wasser das Zeug gerührt. Und dann haben wir es abkühlen lassen, haben mit kaltem Wasser aufgefüllt und haben dann Wäsche dann aufgehangen. So. Da kann man ja geklortes Wasser nehmen, ist ja kein Problem. Aber man sollte es eben nicht trinken. Ne? Und man sollte auch nicht aus dem Bachlauf trinken, weil das ist voller Bakterien, da muss man wirklich auch abkochen. Und da müsst ihr einem halt Feuer dann aufstellen und dann Wasser kochen. Das geht nicht anders. Ja, nur um zu überleben. Wir werden das sehen, wie das jetzt läuft die nächsten Tage. Und wartet einfach mal ab, was die Militärregierung dann verkündet. Es wird ja nur sicherlich die Machtübernahme in den nächsten Tagen passieren. Es ist so ein Gespräch 1.4. im Umlauf, ob das nur der 1.4. ist oder ob es früher oder später ist, eigentlich egal. Aber die Situation, die wir eben haben, erfordert eben ein Notstandsgesetz und das wird das Militär einfach durchdrücken. Und das wird aber nur eine kurze Zeit sein, damit die ihre militärischen Operationen zum Erfolg führen. Und dann wird das wieder ganz schnell Normalität geben, weil der wirtschaftliche Schaden ist einfach viel höher als das, was jetzt hier für diese Corona-Geschichte erforderlich gewesen wäre. Da hätte gereicht, der Bevölkerung das mitzuteilen, Schutzmaßnahmen zu verhängen, eventuell auch die Partys und so weiter runterzufahren, das ist ja alles okay, aber die Wirtschaft zu erwürgen und jetzt auch noch die Postzustellung, das ist was Kriminelles, das hat nichts mit irgendwelchen Gesundheitsvorsorge zu tun und das, was die hier beschließen wollen und verordnen wollen,
gibt das Infektionsschutzgesetz auch nachher, wer also die Analysen auch sich nochmal angeguckt hat. Das betrifft immer nur die Kranken. Die Kranken sind zu isolieren, nicht die Gesunden. Ja. Wenn man die Gesunden isoliert, dann kann man von einem absichtlichen Erwürgen der Wirtschaft sprechen. Und dafür werden die Verantwortlichen zur Verantwortung gezogen. So, gut. Also, dann wünsche ich euch einen erfolgreichen Tag. Seht zu, dass ihr Frieden und Harmonie in eurer Familie bewahrt. Das ist das Allerwichtigste. Ihr müsst auf engstem Rahmen miteinander auskommen. Also, seht zu, dass er in euch geht. Was kann jeder in der Familie dazu beitragen, dass es allen gut geht? Und da muss jeder seinen Anteil leisten. Und da müssen die Kinder eben auch immer spuren und sich mal zurücknehmen und die Eltern entlasten, damit die Ruhe finden, damit die nach Lösungen suchen können und so. Das ist also jede Generation gefordert. Auch die ältere Generation, die sich vielleicht mal die Jugend zur Brust nehmen sollte, wenn sie über die Stränge schlagen. Und so muss das eigentlich funktionieren. Ja? Eigentlich gehört jede Familie in einen Drei-Generationen-Haushalt, weil jede Generation von der anderen was lernen kann. Ja? Gut, dann erfolgreiches Wirken und dann mal gucken. Ne?